Da ist jetzt ein ganz toller Besuch bei der K&K-Trödlerei. Eine wunderschöne Beiwagenmaschine steht da abgestellt, vor der K&K-Trödlerei. Eine russische Ural. Sowas sieht man eigentlich sehr selten. Eine ganz tolle Maschine. Toller Motor. Ich glaube, ein Boxermotor. Super. Steht da vor der K&K-Trödlerei in Berndorf. Ist natürlich nicht zum Verkauf, es ist eine Kundschaft. Und da haben wir es nochmal. Die Ural-Beiwagenmaschine. Da sieht man eine stolze. Was ist das? Eine Abschleppvorrichtung ist das, gell? Eine Seilwinde. Eine Seilwinde. 3200 Kilo rollende Last. Das ist jetzt ein bisschen lauter. Wie viel Last hat die? 3200 Kilo rollende Last kann man ziehen. Das ist ja was ganz was Tolles. Ja. Die ganze Maschine ist was Tolles. Da ist der stolze Besitzer übrigens. Ja, seit einem Jahr. Hat auch einen YouTube-Kanal, gell? Und ist jetzt da zu uns gekommen in die K&K-Trödlerei nach Berndorf und führt jetzt die schöne Beiwagenmaschine, die Ural, da aus. Genau. Bist du zufrieden damit? Ja, ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt. Und ja, jetzt mit 53, jetzt oder nicht. Und ja, ich wollte immer eine Beiwagenmaschine haben und jetzt sowieso. Ich meine, das ist ja ganz eine tolle Ausführung, nicht? Wo man hinschaut. Ja, ja. Zubehör oben und der Beiwagen natürlich auch. Wir erfahren da beim Beiwagen eigentlich mit. Mein Lebensgefährtin, die Lotte. Und ja, ihr macht es auch Spaß, aber natürlich nur, wenn ein schönes Wetter ist. So wie heute? So wie heute, aber ich muss sonst was machen. Und heute machst du einen Tristingfeldtrip, nicht? Und ein bisschen weiter schätze, nicht? Ja, eigentlich bin ich extra dahergefahren zu dir. Das freut uns ganz besonders. Ich sehe hinten sogar ein kleiner Ölkanister, gell? Ja, das ist von mir. Kann man das Ding einmal starten, dass wir es. Dass unsere Seher hören. Warte, die filmen da noch vorhin drüber. Ja, da auch wieder ein Seil drauf. Und da wird es jetzt. Wunderschöner Klang. Das ist ja ein Boxermotor, nicht? Ja. BMW. Was ist ein Nachhinein? Ein Nachhinein, das ist 150er Polin. Ja. Danke, du Mann, ist schön. Kann man ein bisschen Gas geben einmal. Da hinschaut, was keine Abgase mehr, gell? Jetzt haben wir das beleuchtet. Ja, man kann die Winde vorne rausnehmen. Die Seilwinden, die taugt mir ja ganz besonders. Die Seilwinde ist abnehmbar, die kann es hinten reinstecken. Ne? Ich kann vorne jemanden rausziehen oder mich selber, ich kann auch hinten jemanden abschleppen. Der Raffen angefangen. Stollenraffen, gell? Ja, ja. Und wie ist mit der Straßenlok? Ich meine, Beiwagenmaschinen fahren ist ja gar nicht so einfach, nicht? Ja sicher, Beiwagenmaschinen fahren ist ganz anders als Solofahren. Ne? Also ja, so mit den Kurven legen und so, das spielt es nicht. Ne? So richtig. Ein bisschen Arbeit. Nicht? Am ersten Tag habe ich Schmerzen in der Schulter gehabt. Ich bin von Linz runtergefahren. Also ist mir sehr ungewohnt. Nicht? Ja, Linz ist nur ein paar die Strecken, sind 200 Kilometer ja, ungefähr. Ja. Nicht? Das kann und vor allem das letzte Mal Beiwagen gefahren vor 30 Jahren. Gut noch abgestiegen, gekauft, abgestiegen, rausgefahren. Und heißen tut es genau Ural 57, oder? Ja, Ural 57, die Ausführung Ranger. Ranger, das klingt ja auch noch super. Sind das Bratstrahler, gell, oder was da vorne? Ja, ja. Ich bin ja. Schön. Na, da kann man Freude haben damit. Ich bin ja für Griffheizung, Bezugang, Beiwagenantrieb. Ich habe auch noch einen Führerschein mit der Beiwagenmaschine gemacht. Das Retourgang hat die keinen gehabt. Ja, was war denn das Höchstgeschwindigkeit? Ja, mit Abschied die Uhren 100, 105, aber Reisegeschwindigkeit ist 90. 90, ja. Ich persönlich war eigentlich inzwischen 80 und 90. Ich brauche nicht mehr. Ich bin früher schnelle Motorräder gefahren und jetzt ist mehr ein Spaßfaktor. Ne? Ja, Spaß gehört dazu, das sollte man auch haben. Ja, das ist mir mehr wert als das andere. Weil Rasen braucht man eh nicht.
Nein, das ist nicht. Das ist in Ordnung, wenn ich darf. Eine tolle Geschichte! Danke für deinen Besuch da, gell? Tut uns sehr gefreut. Danke! Jetzt fahrt er weg mit der 57er Ural. Das ist ja ein schönes Spielzeug. Wird's gestartet? Da fährt der K&K-Trödler rein. Licht an. Und los geht's. Servus, bis dann. Kaiser Franz Josef Theater.